Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komme ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja-Sonnenmeister. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagte er. Gesandtschaft im Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja. Nicht, solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Ritt? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten.
Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Ha. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ich bin aufgeflogen. Diese Maschinen müssten das Lager zerstört haben. Dieses Teil ist wichtig. Muss ein Dornrücken sein. Das muss Kettenkratz sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Ich habe den Blutstecken schon
Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Willkommen im Kettenkranz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Peter? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Und? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Runde! Runde! Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Zu reparieren, bitte ich nicht umbringen. Hier muss doch jemand sein, mit dem er sich unterhalten kann. Ich kann meine Jungs versorgen. Okay. Ich vergesse nie.
Aktuell laden sie zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvund weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulvund hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corwin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corwin und die anderen ausgeht? Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Wieso hat Ulvund das sagen? Die Minen gehören doch den Kaja. Erzähl das mal Ulvund. Er hat Geld in ihre Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wären. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Wer ist Corwin? Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Ulvund, der geht über Unvernunft weit hinaus. Corwin hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Ulvund die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Ulvund als tot unter Geröll liegen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Hey, Milduf. Milduf! Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Abend. Schick dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich damit. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen?
Natürlich. Machen Olvons Leute dir Probleme? Oh ja. Sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Olvon-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen. Keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Beereneintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel, eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Eine genaue Vermessung des Tages. Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Arvind. Die Dornrücken bedrohen uns alle. Nichts spornt einen so an wie der Knüppel die Grenze. Und stell dir mal die Möglichkeiten vor. Was willst du denn, Arvind? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvond Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha.
Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret? Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osaram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Er sagte, er sei in der Taverne. Stein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind?
Das nehme ich mir. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Das dürfte genug Bitterkraut sein. Eine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaus. So, das sollte genug Wildfleisch für Mildur sein. Und der Metallplatte. Ich habe alles, was Mildur wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger.
Das muss die Mine sein, die Arnulf gemeint hat. Die Bergleute scheinen Probleme zu haben. Das ist wohl der... Alles okay? Ja. Ja, okay. Danke, Corvind. Corvind? Arnulf schickt mich. Ich... Nicht jetzt. Vorsicht. Was ist passiert? Explosion in der Mine. Wasser, alles ist überflutet. Meine Leute sind noch da unten. Ich muss weiter. Du hast genug getan. Bist du verletzt? Es geht um die anderen. Bitte. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden. Irgendwas lief schief. Ich muss da rein. Wie viele sind noch da unten? Corvind, wie viele? Zwei, glaube ich. Noch zwei. Ich tue, was ich kann. Ich muss die Bergleute finden, schnell. Leute, einer von ihnen sieht nicht gut aus. Seid ihr okay? Wer bist du? Corvind schickt mich. Seid ihr verletzt? Mein Bein. Ich war zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt. Die Stützen hielten nicht und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Irgendetwas hält das Wasser also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welcher oben. Aber aus Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist verletzt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sie es ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Und es hochjagen. Hoffentlich ohne, dass die Mine über mir einstürzt. Das Wasser abschütteln. Den Schacht blockiert. Wenn ich an den Sprengstoff da oben rankomme, kann ich den Schutt vielleicht wegsprengen.
ich einen Weg rausfinden. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum Sprengstoff. Mal sehen, wohin sie führen. Da ist der Sprengstoff. Oben auf dem Gleis. Ich muss da nur irgendwie... Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Das hat geklappt. Oh, schätze, er hat mich entdeckt. Nach den Bergleuten. Sie ist tot. Das wissen wir nicht.
scheint ja alles okay. Geschafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Kommt ihr beide jetzt zurecht? Ich bring den Idioten hier raus, keine Sorge. Danke. Ich lasse Corbin wissen, dass es ihm gut geht. Jetzt werde ich deinen dicken Hintern hier rausschleppen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Hintern. Schönen Dank auch. Die Kristalle bleiben ganz. Ich habe die beiden gefunden. Sie sind in Sicherheit, aber etwas eingeschränkt. Sind das alle? Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Ich wusste, wir sprengen zu viel, aber der Kerl, der die Mine ausbeutet, Alvand, hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Du warst für deine Leute da, als sie dich brauchten. Das ist auch viel wert. Olvand kann mir drohen, wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja. Ich kriege das hin. Ich stehe in deiner Schuld. Ständig höre ich von diesem Olvand. Und nur Schlechtes. Früher oder später wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Ich beende das!
Thank you.